Ja, hallo, einen schönen guten Sonntagmorgen beim PAIRA e.V., der Gesellschaft für politisches Wagnis. Ich freue mich, dass ich die Herren Alt und Zech gewinnen konnte, mit uns die Themen fortzusetzen, die wir teilweise schon in anderen Matineen hatten, zum Beispiel mit Frau Adrin Göhler zum Thema Entschleunigung statt Beschleunigung unter dem Vorzeichen, dass Kulturschaffende doch eigentlich ein BGE brauchen. Letztendlich tauchte das Thema auch auf bei Ulrike Herrmann, als wir über den Kapitalismus redeten und danach fragten, wann fällt er und wie fällt er. Und natürlich in der letzten Matinee, als wir erörtert haben, ob diese Gesellschaft ein netzpolitisches Manifest braucht und wie sieht die Zukunft aus, die durch die digitalen Technologien noch schärfer auf uns zukommt. Wie gesagt, ich freue mich, dass Herr Professor Zech gekommen ist aus Hannover, wie Herr Professor Alt, er hat es näher aus Berlin, um uns etwas zu sagen zum Thema Arbeit und Muße. Die beiden Herren, so habe ich den Eindruck, leben dieses Thema einmal als Wissenschaftler, als Öffentlichkeitsarbeiter, als Kommunikationsexperten seit langer Zeit. Das ist ihre Leidenschaft. Herr Zech ist denen, die sich auf unserer Webseite schon mal getummelt haben, möglicherweise aufgefallen mit dem Thema Ausbeutung 4.0, Kapitalismus im Kopf. Natürlich geht es da nicht nur um das Thema Ausbeutung 4.0, damit verbunden ist ja das Thema Arbeit 4.0. Und ich möchte im Grunde genommen den Schlusssatz seines Beitrags unter dieser Überschrift hier zitieren. Wie hatte doch Karl Marx in der Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie geschrieben, die Produktion produziert daher nicht nur einen Gegenstand für das Subjekt, sondern auch ein Subjekt für den Gegenstand. Das ist der neoliberalen Wirtschaft großartig gelungen. Ausbeutung 4.0 bedeutet freiwillige Selbstausbeutung des Arbeitskraftunternehmers bis zur depressiven Erschöpfung. Aber wie gesagt, alles unter dem Vorzeichen, dass wir durch Arbeit unser Leben finanzieren. Und es gibt noch ein weiteres schönes, umfängliches Zitat von Herrn Alt, der an anderer Stelle sich mit dieser Thematik beschäftigt hat, wo er fragt, wo kämen wir hin, wenn die Arbeit und mit ihr die Wirtschaft nicht mehr das Zentrum unseres Lebens wäre? Wenn wir die Arbeitsleistung auf den Rang einer notwendigen Tätigkeit unter vielen anderen zurückstufen? Wenn wir anerkennen, dass es sich nicht rechnen muss, was wir tun, sondern dass es genügt, wenn es nützlich ist? Wenn wir die Bildung, die Medizin, die Erziehung, den Sport, die öffentliche Kommunikation vom Zwang der Wirtschaftlichkeit befreien, wenn wir uns von den Fesseln der Wertschöpfungsketten befreien, die Börsenzucker und Kapitalvermehrer nicht mehr beneiden, sondern als ewig gestrige einstufen, wenn wir beschließen, dass die Maschinen, Automaten und Computer so produktiv sind, dass wir uns ganz viel Zeit nehmen können, Dinge zu tun, auf die wir Lust haben, die uns bereichern, die unseren Intellekt und unseren Fühlen gut tun und dabei respektieren, dass anderen nicht schaden darf, was wir tun und lassen. Also wir wollen uns heute danach fragen, wo wir ankommen, wenn wir die Arbeit nicht mehr zum Zentrum unseres Lebens erklären. Wie das so üblich ist, haben die beiden Herren
in professualer Art Ihren Dialog, den Sie jetzt führen wollen, damit wir eine Basis für die anschließende Diskussion haben, gut strukturiert. Sie fangen an mit zwei Bemerkungen zum Thema Kapitalismus ist Arbeit ohne Ende und der Unterscheidung von Arbeit und Freizeit versus Muße und Arbeit, um dann vier weitere Fragen zu stellen, nämlich was ist Arbeit, so wie Sie es verstehen und andere, was ist Muße und wie verändert die Digitalisierung die Arbeit? Natürlich muss dieses Thema mit erwähnt sein, in unserer jetzigen Stunde, in unseren Tagen und auch vor dem Zukunftsaspekt. Und gibt es eine neue Chance für die Muße? Dafür haben wir uns etwa 30 bis 40 Minuten Zeit genommen. Diejenigen, die neu von Ihnen sind, haben sich vielleicht gefragt, warum stehen hier zwei leere Stühle? Hier vorne zunächst als Referenten erwarten wir keine weiteren Gäste. Das haben Sie ja möglicherweise auch im Internet gesehen, aber diese beiden Stühle sind nachher für Sie, damit Sie fragen können oder auch ein Statement abgeben können. Herr Alt und Herr Zech haben jetzt eine kleine Inszenierung vor. Sie hängen neben unseren Plakaten, die da hängen, ein weiteres auf. Bitte. Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung, lieber Herr Thiem. Meine Damen und Herren, wir freuen uns über Ihr Interesse und wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit Ihnen und beginnen mit der Inszenierung. Höher. Wir sind nicht so groß. Vielleicht sollten Sie es beide im Chor noch vorlesen. Denn, oder singen. Wir beginnen nicht im Chor, sondern mit einem Solo, das allerdings auf einem gemeinsamen Text beruht. Das sind Ausschnitte aus einem Beitrag, den wir für die Monatszeitung Oxy geschrieben haben. Oxy Blatt und Block ist eine Wirtschaftszeitung. Sie sollten sich nicht beunruhigt fühlen, dass Sie die noch nicht kennen. Die erste Ausgabe wird erst am 7. Mai erscheinen. Der Oxy-Blog wird jetzt im Laufe der Osterwoche wahrscheinlich online gehen. Diese drei, meine Damen und Herren, brauchen nicht zu arbeiten. Hans im Glück, weil er schon alles hat und nichts braucht. Lillifee, weil sie alles geschenkt bekommt, was sie braucht. Und Räuber Hotzenplotz, weil er sich nimmt, was er braucht, unabhängig von Eigentumsverhältnissen. Alle anderen, das Aschenputtel, die Müllerin, der Fischer und der Schuster, müssen arbeiten. Arbeit ist der Anfang der Wirtschaft. Wer etwas braucht, wer einen Bedarf hat, leistet etwas und kann anschließend das Produkt zur Befriedigung seines Bedarfs konsumieren. Ist der Bedarf gestillt, haben wir frei. Wir können spielen, uns unterhalten, uns bilden, Sport treiben, einfach mal nichts tun, ganz dem Goethe-Motto folgen, Tagesarbeit, abends Gäste, saure Wochen, frohe Feste. Als Goethe 1797 diese Zeilen publizierte, war es schon passiert. Kapitalist Konrad war geboren. Er war weder hübsch noch ordentlich, fromm schon gar nicht. Er blieb auch nicht zu Hause. Er wollte reich werden und die Welt erobern. Wie wird man reich? Die Grundregel ist kein Geheimnis. Mehr nehmen als geben. Eine super Idee, denkt Konrad, am besten funktioniert sie im Superlativ. Möglichst wenig geben und möglichst viel nehmen. Kapitalisten, das ist ihr Lebenselixier, geben so wenig wie möglich aus und nehmen so viel wie möglich ein. Man nennt es Gewinnmaximierung.
Wenn sie dann stinkreich geworden sind, spenden die Konrads etwas, treten als Gönner und Förderer auf, damit die Leute nicht sagen können, Konrads würden immer nur mehr nehmen, als sie geben. Nun ist Konrad klug genug zu wissen, dass nicht alle mehr nehmen können, als sie geben. Es klappt nur für einige. Die anderen, Aschenputtel, die Müllerin, der Schuster und der Fischer, müssen mehr geben, als sie nehmen. Garstige Menschen sprechen hier von Ausbeutung der Menschen und der Natur. Der kluge Konrad findet diesen Vorwurf übertrieben. Er hat sowieso eine andere, eine geniale Idee. Wenn mehr geleistet, länger und produktiver gearbeitet wird, dann ist mehr für alle da. Wachstum macht aus jedem einen Hans im Glück. Im Wachstum liegt der Wohlstand der Nationen, ruft Konrad. Wir leisten mehr, dann können wir uns mehr leisten. Lasst uns das Wirtschaftswunder schaffen. Weil er diese Idee in die Welt gesetzt und verwirklicht hat, gilt Kapitalist Konrad als Wohltäter der Menschheit. Technischer Fortschritt, Massenkonsum, Waren in Hülle und Fülle werden zum wahren Leben, alles wird käuflich. Als der kleine Prinz auf diese Wirtschaftswunderwelt kommt, reibt er sich die Augen. Er versteht nicht, was er da sieht und was sich da abspielt. Von Hans im Glück weiß er, dass nicht mehr zu arbeiten braucht, wer nichts mehr braucht. Aber in der reichsten Gesellschaft der Menschheitsgeschichte sieht er die Leute zur Arbeit rennen wie in keiner Gesellschaft vorher. Jede und jeder wollen arbeiten. Sie fordern ein Recht auf Arbeit. Sie machen Überstunden, bringen Arbeit mit nach Hause, nehmen keine Rücksicht auf ihre Gesundheit, vernachlässigen ihre Familien und Freunde. In Schulen und Hochschulen lernen sie nur, um anschließend lebenslänglich zu arbeiten. Sie konkurrieren um bessere Noten, um später einen Arbeitsplatz zu bekommen. Und dann begreift er, hier ist ein Hans im Unglück am Werk. Wer immer mehr zu brauchen glaubt, muss immer mehr arbeiten. Jetzt fallen dem kleinen Prinzen auch die Werbeorgien in allen Medien, auf allen öffentlichen Plätzen, auf allen Veranstaltungen, selbst auf den Trikots der Sportlerinnen und Sportler auf. Kaufen, 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 plakatiert Konrad. Arbeit, 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 plakatieren politische Parteien. Das passt zusammen, denkt der kleine Prinz. Da haben sich zwei gefunden, Arbeitsgesellschaft und Konsumgesellschaft. Verwirrt ist er allerdings wieder, als er das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern trifft. Mit geschärfter Aufmerksamkeit registriert er, dass es in der reichsten Gesellschaft der Menschheitsgeschichte verdammt viele Bettelarme gibt. Ihre Arbeitsleistungen werden mit Billiglöhnen abgespeist, weil Konrad eben möglichst wenig geben will. Oder sie haben überhaupt keine Arbeit, weil Konrad lieber Technik einsetzt. Aber wenn Maschinen, Automaten, Roboter die Arbeitsleistungen übernehmen, das ist doch klasse, denkt der kleine Prinz. Dann bekommen die Menschen mehr Produkte und Dienstleistungen, ohne dafür arbeiten zu müssen. Das wünscht man sich doch. Was läuft da schief? Weshalb sind Menschen arm, wenn die Wirtschaft so produktiv und so sagenhaft leistungsfähig ist? Je weiter er herumkommt, desto mehr fällt dem kleinen Prinzen auf, wie sehr der Kapitalist Konrad die Regie über die Arbeit und die Gesellschaft des gesamten Planeten übernommen hat. Er beobachtet, wie die Massenmedien dem Konrad ihre Seiten und Sendeplätze für Werbebotschaften andienen. Er bemerkt, dass selbst Arztpraxen und Krankenhäuser ihre Gesundheitsleistungen an der Zahlungsfähigkeit der Patienten ausrichten.
Es entgeht ihm auch nicht, wie sich eine riesige Unterhaltungs- und Sexindustrie aufbauen, wie an der Kunst das Interessanteste der Preis wird, wie die Wissenschaft bei den Konrads für Forschungsgelder Schlange steht. Und staunend sieht der kleine Prinz eine gigantische Rüstungsindustrie und den lukrativen Kreislauf aus Waffenherstellung und der Wiederherstellung des durch die Waffen Zerstörten. Er sieht, wie Konrad die Lobby der Parlamente belagert, wie Politikerinnen und Politiker ihm den Weg freimachen, wie sie Unternehmenssteuern senken, Arbeits-, Sozial- und Umweltschutzgesetze durchlöchern, alles in der Hoffnung, dass die Konrads Arbeitsplätze schaffen. Jetzt schaut sich der kleine Prinz den Konrad genauer an. Er erschrickt, denn ihm fällt auf, ein Kapitalist kann nicht aufhören, kann kein Ende finden. Es geht dem Kapitalismus ja gar nicht darum, den Bedarf der Menschen zu befriedigen. Das zeigt sich schon daran, dass er mit Armut und Verelendung kein Problem hat und zugleich jeden unverschämten Luxus zu produzieren bereit ist. Konrads Ziel und Zweck ist nicht Bedarfsbefriedigung, sondern mehr Geld, noch mehr Geld, immer mehr Geld. Wer auf Geld ohne Ende aus ist, muss Arbeit ohne Ende organisieren, ob technische oder menschliche. Kapitalismus heißt Arbeitsgesellschaft, heißt möglichst alle Tätigkeiten in Arbeitstätigkeiten zu verwandeln, heißt Arbeit ohne Ende. Tja, Arbeit ohne Ende, dann bleibt für Freizeit und Muße gar kein Platz. Es war aber schon mal anders, Herr Zech. Ja, bin ich da? Ich höre ja nichts, aber Sie doch. Wir hören. Schlag zu. Okay. Sie haben sich als Wissenschaftler angekündigt, aber wir kommen mit Märchen Onkel. Zumindest ist einer von beiden. Wir haben unter uns auch eine kleine Arbeit. Werden Sie gleich merken. Ja, unterbrechen Sie mich? Ja, so ist es besser. Also, Hans-Jörg, halt mein Freund, ist für die Arbeit zuständig und ich für die Muße. So haben wir das uns aufgeteilt in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Als Goethe 1794, hast du gesagt, dieses Eingangszitat schrieb der Abend, hieß es nochmal, Abendsfeste habe ich noch in Erinnerung. Sehen Sie, ich habe mich nur an die Muße erinnert und an die davorliegende Arbeit nicht. Da war die Arbeitsgesellschaft, kann man sagen, gerade in den Startlöchern. Ne? Wenn man die industrielle Revolution 1750 ansetzt, so, dann lief das sozusagen erstmalig rund. Und kurze Zeit danach hatten wir das, was wir heute Arbeitsgesellschaft nennen. Und dafür habe ich Ihnen ein Zitat mitgemacht von einem Protagonisten dieser Arbeitsgesellschaft. 100 Jahre später etwa genau war die Arbeitsgesellschaft fertig. Das Zitat ist von Henry Ford. Das muss ich ablesen. Und er schrieb, für mein Gefühl gibt es nichts Abscheulicheres als ein müßiges Leben. Keiner von uns hat ein Recht darauf. Die Zivilisation hat keinen Platz für Müßiggänger. Also Hans-Jürgen sprach ja schon über das Recht auf Arbeit. Das ist, wenn man historisch guckt in die Ideengeschichte, eine kuriose Angelegenheit. Die 2000 Jahre vorher, sage ich mal, vor 1898 oder so, war es anders. Es ging im Wesentlichen um Muße und im Nachgang um Arbeit. Auch, es geht immer auf und ab hier bei mir. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ist es besser? 1, 2? Kommt das denn hier so? Ja. Oder kommt das jetzt aus diesem und aus diesem? Jetzt kommt gar nichts mehr. Jetzt ist wieder weg. Also wir leben in einer digitalen Gesellschaft, aber das hat manche Schwierigkeiten bringt das mit sich. Ne? Vielleicht sprechen wir darüber noch. Was haben wir denn jetzt? Haben wir es jetzt?
Okay, dann gehe ich auf die andere Seite, auch mit einem Zitat etwas vorher, eher zur Goethe-Zeit. Friedrich Schlegel, er schrieb: O Müßiggang, du bist die Lebensluft der Unschuld und der Begeisterung. Merken Sie sich das Wort Begeisterung, da kommen wir noch ein bisschen öfter zu. Dich atmen die Seligen und selig ist, wer dich hat und hegt, du heiliges Kleinod, einziges Fragment der Gottähnlichkeit, das uns noch aus dem Paradiese bleibt. 2000 Jahre haben die Leute im Wesentlichen das Ziel ihrer Existenz nicht in der Arbeit gesehen, sondern in der Muße. Aber was dann mit Arbeit und was Muße gemeint wird, das erkennt man immer am besten, wenn man guckt, wovon Menschen das unterscheiden. Ich mache Ihnen mal ein kleines Beispiel. Der Himmel. Es unterhalten sich zwei Leute über den Himmel. Und sie verstehen sich mehr oder weniger gut. Bis herauskommt, der eine ist Priester und der andere ist Pilot. Das heißt, der Priester unterscheidet vom Himmel die Erde, die Hölle. Und der Pilot vom Himmel die Erde. Das heißt, die reden zwar die ganze Zeit über den Himmel, aber sie reden ständig aneinander vorbei. Das hat Luhmann mal dazu gebracht, ist Schnack am Rande. Kommunikation ist Missverständnis, ohne Verständnis ist Miss. Sozusagen. Das heißt, man kann lange Zeit sozusagen nicht merken, dass man sich nicht versteht. Solange es alles anschlussfähig läuft, hat man ja auch kein Problem. Warum ich das aber sage, ist, weil wir uns angewöhnt haben, von Arbeit Freizeit zu unterscheiden. Oder, wie wir in dem Zitat von Henry Ford gesehen haben, Faulheit gewissermaßen. Das war nicht immer so. Die andere Seite der Unterscheidung von Arbeit war 2000 Jahre lang Muße. Und es gab noch einen Unterschied. Es hieß nicht Arbeit und, sondern Muße und. Und weil alles eben immer in Griechenland angefangen hat, fange ich jetzt auch da an und sage mit einem kleinen Zitat von Aristoteles: Manchmal wird es übersetzt, wir arbeiten, um müßig sein zu können. Aber die Übersetzung ist nicht ganz richtig. Man müsste sogar sagen, wir sind unmüßig, um müßig sein zu können. Denn im Gegensatz zu unserem heutigen Leben, wo wir ein Wort haben, ein generalisierendes Abstraktum Arbeit, wo alles Mögliche drunter gefasst ist, gab es das früher nicht. Es wurde sozusagen das, was man tat, mit dem bezeichnet, was es eben war. Also der Müller machte halt Brot und der Bierbrauer machte halt Bier. Die arbeiteten nicht. Die taten das, was sie eben taten, und dafür gab es ein Wort. Und im Griechischen gibt es auf gewissermaßen auf der anderen Seite der Muße drei Worte, die wir heute alle in gewisser Weise mit Arbeit übersetzen müssen. Das ist einmal Pornos, das ist die schwere körperliche Arbeit, meistens der Sklaven oder der Frauen. Zweitens die Praxis, das ist das, was man heute vielleicht mit politischem Handeln bezeichnen könnte. Und drittens eben, wie gesagt, die Muße, das war die Art der Tätigkeit, die die Privilegierten ausüben konnten, weil die zu der damaligen Zeit ja gar nicht selber arbeiten mussten. So. Selbst im Lateinischen, wenn Sie Lateiner unter uns haben, dann würde vielleicht sagen, wir haben ja ein Wort, laborare. Ja, aber auch laborare bezeichnet nicht das, was wir heute als generelles Wort mit Arbeit bezeichnen, sondern bezeichnet auch nur eine bestimmte Arbeit. Cicero hat zum Beispiel geschrieben, eines Freien unwürdig und schmutzig sind Formen, alle Formen der Erwerbsarbeit von Tagelöhnern. Das heißt, Der Duktus dieser Welt war so, dass es sagt, es ist unwürdig zu arbeiten, es tun Sklaven oder es muss auf das Notwendigste beschränkt werden. Das Humanum entfaltet sich nicht auf der Seite der Arbeit, sondern auf der Seite der Muße. Ich mache jetzt einen Sprung, Protestantismus. Paulus, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.
Darauf hat sich ja Luther häufig bezogen und der Protestantismus ist dann spätestens die Ideologie, die Arbeit an einen zentralen Platz des menschlichen Lebens gerückt hat. Also durch Arbeit erwarb man sich den Platz im Himmelreich. Und noch ein kleines bisschen weiter haben wir dann Hegel und Karl Marx und in einer Formulierung von Hegel, der aber Marx zugestimmt hat, ist Arbeit die Selbsterzeugung des Menschen durch den Menschen. Und wir sind an dem Punkt angekommen, der uns heute immer noch versprochen wird, dass Arbeit irgendetwas mit Selbstverwirklichung zu tun hätte. Bei Marx muss ich eine kleine Einschränkung machen. Es gibt ja noch das Reich der Freiheit, wenn Sie sich daran erinnern. Und das Reich der Freiheit, heißt es so in der Art, fängt da an, wo das Arbeiten aufhört und die menschliche Kraftentwicklung sich als Selbstzweck gilt. Und dieses Versprechen, ich sage mal, der Entwicklung des Humanum, ist dann tatsächlich wieder auf der Seite der Muße gelandet. So, das war mein kleiner Ausflug in die Ideengeschichte und ich gebe zurück an Hans-Jürgen. Ich schließe mit August Bebel an. Er hat gesagt, wir stimmen mit der Bibel darin überein, dass nicht essen soll, wer nicht arbeitet. Ich möchte Ihnen vorschlagen, einen etwas anderen Blick auf den Arbeitsbegriff zu werfen, als wir das normalerweise verstehen und sagen, alltägliches, klassisches Verständnis von Arbeit ist zunächst eine Tätigkeit. Ein Zitat, das da sehr schön zusammenfasst, Arbeit ist ein gekonntes, kontinuierliches, geordnetes, anstrengendes, nützliches Handeln, das auf ein Ziel gerichtet ist, welches jenseits des Vollzugs der Arbeitshandlung liegt. Ich glaube, das ist eine ganz ordentliche Zusammenfassung dessen, was wir unter Arbeit uns vorzustellen gewohnt sind. Wir haben in unserem kleinen Büchlein Arbeit und Muße versucht, einen anderen Arbeitsbegriff zu entwickeln, der Arbeit als soziale Beziehung versteht und sie als Komposition aus drei Komponenten vorstellt. Bedarf, Leistung und Gebrauch. Wenn man Arbeit in dieser Weise als soziale Beziehung versteht und die Leistung an die beiden Ankerpunkte Bedarf einerseits und Gebrauch, Verbrauch, Konsum auf der anderen Seite einbettet, dann sieht man ein paar Dinge, die man mit einem schlichten Tätigkeitsbegriff nicht sieht. Man sieht zum Beispiel, dass Arbeit keine freie, selbstbestimmte Tätigkeit sein kann. So sehr uns das die Freunde der Arbeitsgesellschaft auch versprechen, wie sehr sie uns auch Hoffnung machen, dass es so sein könnte. Wenn die Arbeitstätigkeit auf der einen Seite geknüpft ist an den Bedarf, dann heißt es, es ist ein Bedarf, der meine Arbeit auslöst, es ist kein freiwilliger Akt. Das Ziel der Tätigkeit liegt jenseits der Tätigkeit. Die erste Frage wäre, kann eine Tätigkeit, die nicht auf Freiwilligkeit beruht, eine gute Tätigkeit sein? Wenn die Arbeitstätigkeit auf der anderen Seite notwendig an den Gebrauch geknüpft ist, also an die Brauchbarkeit meiner Leistung für andere, das bisschen, was wir als Eigenarbeit machen, ignorieren wir mal. Wenn Sie sich in diesem Raum umschauen, dieses Gebäude, die Schuhe, die Sie tragen, die Frisur, die Sie haben, das Hemd, das Sie tragen, das Wasser, das Sie trinken, alles anderer Leute Arbeit. Wenn also die Leistung an den Gebrauch durch andere geknüpft ist, heißt das,
Meine Arbeitsleistung kann nicht selbstbestimmt sein. Ich bin davon abhängig, dass andere brauchen können, was ich leiste. Wenn es nicht gebraucht wird, landet es auf dem Schrottplatz. Meine Tätigkeit war unbrauchbar. Deshalb gehen wir ein bisschen vorsichtiger mit dem Begriff gute Arbeit um. Ohne Zweifel gibt es bessere und schlechtere Arbeit. Aber diese große Hoffnung, dass es eine freie und selbstbestimmte Tätigkeit sein könnte, die teilen wir so nicht. Wenn ich Bedarf, Leistung und Gebrauch als drei Komponenten der Arbeit festhalte, dann habe ich immer sofort die Bedarfsfrage, die Leistungsfrage und die Verteilungsfrage gestellt. Der Tätigkeitsbegriff von Arbeit, so wie er in unserer Gesellschaft gehandhabt wird, legt nahe, die Machtverhältnisse auszublenden, die insbesondere in der Verteilungsfrage eingeschlossen sind. Weil nämlich, und der Arbeitsvertrag ist das hochinteressante Instrument, das uns das einzureden versucht, weil nämlich so getan wird, als bestünde zwischen unserer individuellen Leistung und unserem Anteil am Verbrauch, unsere Verbrauchsmöglichkeiten, also die Verteilungsfrage, ein direkter Zusammenhang, der nicht machtvermittelt wäre. Der Arbeitsvertrag regelt nämlich beides gleichzeitig. Das, was ich zu leisten habe und das, was ich dafür bekomme. Und das legt eben die Deutung nahe, dass wir verdienen, was wir verdienen. Wenn man sich die Verteilungsverhältnisse, Sie kennen das wunderbare Beispiel zwischen Herrn Ackermann und der Verkäuferin bei Lidl, wenn man sich solche Verteilungsverhältnisse anschaut, dann weiß man und dann ist ganz klar, die Verteilungsfrage ist eine Machtfrage. Wer in Organisationen über die Verteilung des Erwirtschafteten entscheidet, also das Management, entscheidet zu seinen Gunsten und zum Nachteil der anderen Beschäftigten. Die Vorstellung, dass Reichtum und Armut etwas mit Leistung zu tun hätten, ist eine Vorstellung, die sehr massiv propagiert wird. Wir halten sie für gänzlich unrealistisch. Der dritte Aspekt, den ich jetzt nur ganz kurz anreiße, der mit den drei Komponenten sehr deutlich wird, ist, dass dieses Zurechnen auf individuelle Leistung auch verdeckt, dass Arbeit eben eine soziale Beziehung, eine im höchsten Maße gesellschaftliche Veranstaltung ist. Dass Individualität schon für sich genommen ein gesellschaftlicher Zustand ist und dass erst recht Arbeit als soziale Beziehung Gesellschaftlichkeit in hohem Maße trägt und von Gesellschaftlichkeit in hohem Maße bestimmt ist. Dazu können wir unter dem Aspekt der Digitalisierung vielleicht noch uns ein bisschen mehr überlegen. Kein guter Übergang? Nein, ich merke es. Es gab doch mal für eine Fernsehsendung, wo eine Moderatorin immer sagte, das ist ein guter Übergang. Egal, wie der Übergang war. Also das war ein guter okay. Übergang. Ich musste nur noch den Anschluss finden. Also wenn wir nicht mehr sozusagen uns, wir leben eigentlich in einer Welt, wo uns gesagt ist, dass sich alles um Arbeit dreht und das Wichtige ist eben, auch unsere Entfaltung, unser Menschsein soll im engsten Sinne mit Arbeit verknüpft sein. Es ist natürlich so, dass man ganz bestimmte Fähigkeiten im Arbeitsprozess auch trainiert, aber auch andere werden systematisch eben gerade nicht trainiert. Also wenn mindestens ist es ein Fähigkeitsentwicklungs- und Unterdrückungsprozess. Dass Arbeit aber nicht alles ist, das wusste man, wie gesagt, schon 2000 Jahre. Und
wenn wir gucken, was eigentlich die Etymologie, das heißt die Wortherkunft von Arbeit ist, dann finden wir erstaunliche Sachen. Arbeit kommt von Mühsal, Plage, Pein. Das ist sozusagen die Wortursprünglichkeit des Wortes Arbeit. Im Japanischen heißt Arbeit das Herz zerreißen. Im Französischen gibt es eine Abstammungslinie des Begriffs Arbeit zur Folter. Das heißt, darin zeigt sich eigentlich ein ganz anderes Verhältnis zur Arbeit, als wir uns selber angewöhnt haben. Nun hat aber Aristoteles geschrieben, die Glückseligkeit scheint in der Muße zu bestehen, hat also die andere Seite stärker gemacht. Und es ist eben eine andere Arbeit, die wir meinen, wenn wir auf der einen Seite Faulheit sagen, als wenn wir sagen, auf der anderen Seite steht Muße. Einmal ist sozusagen das Selbstverwirklichungsversprechen an die Arbeit geklebt in unserer modernen Arbeitsgesellschaft, wohl aber nie wirklich eingelöst. Und 2000 Jahre lang war das Selbstverwirklichungsversprechen an die Muße geklebt. Aber Muße, das können wir eben alle nicht mehr. Josef Pieper, der viel über Muße geschrieben hat, hat schon 1948 gesagt, die Gesellschaft sei unfähig zur Muße geworden. Und in einer Gesellschaft, in der gewissermaßen rund um die Uhr gearbeitet wird, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, 24/7 sozusagen, in der Arbeit, zumindest die Gesellschaft an sich, ist die Frage, wie kommen wir denn wieder zu Muße? Und dafür scheint es uns wichtig, erstmal zu sagen, was ist denn Muße? Also Muße ist kein Nichtstun, ist nicht Faulheit, ist nicht Rumhängen, ist nicht Chillen oder was immer wir heute sozusagen für Begriffe verwenden, wenn wir nicht davon reden, dass wir arbeiten. Wir haben uns angewöhnt, das ist an der Systemtheorie angelehnt, am Kommunikationsbegriff, immer mit diesen drei Selektionen, den drei Komponenten zu arbeiten. Diese drei Komponente gibt es bei der Kommunikation, da heißen sie Information, Mitteilung, Verstehen. Luhmann macht als einziger den Unterschied, dass er sagt, Kommunikation hat nur stattgefunden, wenn etwas verstanden wurde. Also wenn man das Radio, also das jetzt, was hier jetzt passiert, hat mit Kommunikation eigentlich nichts zu tun, weil wir gar nicht wissen, ob bei Ihnen irgendetwas ankommt. Also das ist, würde man vielleicht. Das ist eine böse Unterstellung. Ja, es ist keine Unterstellung. Ich sage nur, wir wissen es nicht. Und bei jedem kommt eben an, was ankommt, wenn Kommunikation Missverständnis ist, ohne Verständnis des Miss. Und bei der Arbeit hatten wir die drei Selektionen Bedarf, Leistung, Gebrauch. Und bei der Muße haben wir auch drei Selektionen, die haben wir genannt, das werden Sie so nicht finden woanders, Loslassen, Empfangen und Bildung. Dazu muss ich ein bisschen was sagen. Erstens, Arbeit ist eine Tätigkeit und keine Untätigkeit. Es ist aber eine spezifische Art von Tätigkeit, eine aktive Passivität liest man manchmal oder eine passive Aktivität. Die Tätigkeit ist nicht das hektische Herumrennen und das instrumentelle Abarbeiten, sondern die Tätigkeit besteht gerade in etwas, was wir mit der ersten Selektion bezeichnet, dem Loslassen. Das heißt, man kann die Erfahrung von Muße machen, zum Beispiel beim Wandern. Wenn es gerade nicht darum geht, auf die schnellste Art und Weise von Hannover nach Berlin zu kommen mit dem Intercity, sondern wenn es darum geht, sich in der Natur zu bewegen und sich einfach zu öffnen für das, was dann passiert, zum Beispiel auf den Umwegen und nicht auf den geraden Wegen. Die erste Selektion ist das Loslassen. Und da merken Sie schon, dass es eine spezifische Art von Tätigkeit ist, etwas loszulassen, ist ja auch eine Tätigkeit. Die zweite, was dann passiert, ist etwas, das nennen wir Empfangen. Das heißt, man bekommt etwas, das weiß jeder, der sich in der Natur bewegen kann, ohne dass das Verhältnis zur Natur instrumentell ist. Aber es ist nicht etwas, was wir machen können. Wir können nicht mußen. Man kann nicht Muße machen. Muße ist etwas, was uns dann erreicht.
wofür wir uns öffnen können und was uns dann erreicht und was dann passiert. Wir haben das Bildung genannt und damit meinen wir so etwas wie Menschenbildung, weil das griechische Wort für Muse heißt Schule oder Scholia und das ist das, was bei uns später mit Schule übersetzt wird, obwohl nun gerade Schule heutzutage mit Muse überhaupt gar nichts mehr zu tun hat, sondern im Gegenteil schon eine instrumentelle Berufsvorbereitung ist, haben wir das Bildung genannt, aber man könnte es auch Begeisterung nennen, dann wären wir wieder bei Schlegel angekommen, nämlich es entsteht gewissermaßen eine Art von Geist in uns, fast wie eine Taufe oder sowas. Es ist eine Art Begeisterung, eine Inspiration, sagen manche auch. Und das ist etwas, was uns in diesem Zustand geschenkt wird. Wir haben eine Art von Erkenntnis, wir haben ein Verständnis von etwas, aber eben nicht eins, was ein Rationales ist, sondern was gewissermaßen eine Art von intuitiven Erkenntnis ist. Also Helmut Rosa, wenn Sie den lesen, oder Rosa wahrscheinlich, muss man sagen, aus Jena, hat jetzt gerade ein neues Buch geschrieben, ist ja auch bei der Buchmesse hier empfohlen worden. Resonanz heißt das. Das ist eigentlich ganz schön. Man könnte den Zustand, in dem man kommt, wenn man in der Muße ist, durchaus mit Resonanz bezeichnen. Und er hat für das, was Resonanz ist, ein schönes Bild. Und das ist das der zwei Stimmgabeln. Ich weiß nicht, ob es Musiker hier gibt, aber wenn Sie eine Stimmgabel anschlagen und halten daneben eine andere nicht angeschlagene Stimmgabel, dann überträgt sich die Schwingung auf die zweite Stimmgabel und die schwingt dann auch, was aber interessant ist, in ihrem Eigenrhythmus. Das heißt, sie schwingt nicht so wie die erste Stimmgabel, sondern sie wird durch die Resonanz zu ihrer eigenen Schwingung sozusagen gebracht. Und das ist das, was man sozusagen ganz schön in einem Bild als Muse verstehen kann. Diese Resonanz kann zu Menschen sein, in einer Begegnung. Also Muse ist auch nichts, was sozusagen eine individuelle Tätigkeit sein muss, sondern es ist in gewisser Weise sozial gesehen auch eine Tätigkeit der Gemeinschaftsbildung, wobei die Gemeinschaft nicht zwingend in Anwesenden bestehen muss. Aber man bringt sich zum Beispiel auch Lesen, kann eine Muse-Tätigkeit, man setzt sich damit auch in eine Beziehung zur Gemeinschaft, also sozial. Man setzt sich in eine Beziehung zu Dingen, aber nur zu Dingen, die einen Wert von uns haben. Also am Freitag ist unser der Drucker kaputt gegangen, nach 3,5 Jahren. 3 Jahre hat man Garantie, ne? Dann werden die so gebaut, dass sie nach 3,5 Jahren kaputt gehen, das kennen Sie. Zu so einem Gerät kann man keine Resonanz aufbauen. Das schmeißt man weg, weil die Reparatur ist teurer als der neue Drucker. Zu diesen Dingen baue ich keine Resonanz auf, aber vielleicht zu der Anrichte meiner Großmutter, die seit 3 Generationen in unserem Besitz ist. Zu solchen Gegenständen kann ich eine Resonanzbeziehung aufbauen. Die haben einen Wert für mich. Das andere wird gearbeitet, produziert, weggeschmissen auf den Müll. Und die 3 Resonanzen, Rosa, damit höre ich jetzt auf, sagt, die sind dir, also horizontal, Resonanzen zu anderen Menschen. Vielleicht entsteht ein wenig davon hier. Sind orthogonal oder diagonal zu den Dingen, zu manchen Dingen, auch nicht zu allen Menschen kann ich Resonanzen einstellen. Da, wo ich instrumentell behandelt werde, wird sich keine Resonanz einstellen. Sie kennen solche Gespräche, die vielleicht mal in der Kneipe stattfinden, weil die hat man nicht erwartet und plötzlich ist da eine Begegnung und man geht anders nach Hause, als man gekommen ist. Und das Dritte ist natürlich, das sagte ich am Anfang, die Natur. Und diesen Zustand bezeichnet Rosa als Resonanz. Und das finde ich ein schönes Bild für den Zustand, in dem man ist, wenn man sich in der Muse bewegt. Wie man weiter dann damit umgehen kann, kommt denn in der letzten Abteilung. Spätestens jetzt schwingen Sie sicherlich mit uns, aber es geht noch weiter. Wie verändert die Digitalisierung die Arbeit?
Nur eine ganz kleine Zwischenbemerkung zu Ihrem kaputten Drucker. Möglicherweise war das eine Software-Manipulation des Herstellers. Also wir haben das sicherlich nicht nur bei VW. Ja, Begeisterung haben wir sicherlich noch nicht geweckt. Ob wir Schwingungen erzeugt haben, können wir dann im gemeinsamen Gespräch überprüfen. Sie kennen den schönen Satz, ich weiß erst, was ich gesagt habe, wenn ich Ihre Antwort gehört habe. Arbeit 4.0, Industrie 4.0, die Debatte läuft seit einigen Jahren jetzt relativ intensiv und ich glaube, sie hat zwei große Stränge. Das, die eine Seite diskutiert das Befreiungspotenzial der Digitalisierung und die andere Seite diskutiert das Unterwerfungspotenzial der Digitalisierung. Und da, auch darin unterscheide ich mich von den Digital Natives, die Frau Merkel vorwerfen, sie hätte etwas Dummes und Falsches gesagt, als sie meinte, das Internet sei Neuland. Ich stimme ihr da sehr zu, weil ich glaube, dass das Entwicklungspotenzial, dass die Möglichkeitsräume, die die Digitalisierung beinhaltet, für uns überhaupt noch nicht überschaubar sind. Gutenberg wollte, als er die Druckmaschine erfunden hat, eine schönere Bibel drucken. Er hatte keine Ahnung von Postwurfsendungen, Telefonbüchern, Zeitungen oder sonst irgendwas. Einer der Erfinder des Films wollte die Bewegungsabläufe von Tieren genauer studieren. Er kannte weder Hollywood noch Bollywood. Die Potenziale, die Medienrevolutionen beinhalten, müssen ein Stück weit ehrfürchtig machen, finde ich, einerseits, aber andererseits eben auch sensibel machen dafür, auf welche Wege wir uns begeben. Und ich glaube, dass wir heute, was die Digitalisierung betrifft, natürlich als Ausgangspunkt, wenn man es mit dem Schlagwort sagen will, Kapitalismus haben und was sich weiterentwickelt, kann nie unabhängig sein von dem Status quo, von dem aus es sich entwickelt. Trotzdem steckt in dieser Digitalisierung, stecken möglicherweise Potenziale, wie sie Jeremy Rifkin zum Beispiel beschrieben hat, die wir uns genauer anschauen sollten und die wir vielleicht ernster nehmen sollten und die, für die wir uns vielleicht stärker machen sollten, bevor wir uns diesem scheinbaren Selbstlauf der Technik so anheimgeben. Denn das ist auch klar, die Technik, der Zuschnitt an Technik, das schmale Operationsspektrum von Technik und von Digitalisierung, das in den Unternehmen ankommt und dort Anwendung findet, ist immer schon eines, das auf die Wirtschaftlichkeit dieser Unternehmen ausgerichtet ist. Es sagt überhaupt nichts über das Potenzial, das in einer technischen Entwicklung wie der Digitalisierung mit ihren riesigen Möglichkeiten an Erweiterung der Kommunikation, mit ihren Möglichkeiten der Digitalisierung der Dinge und der Dienste zumindest ansatzweise sichtbar macht. Ich will nur zwei Aspekte für mich jetzt zum Schluss benennen. Das eine ist das Verhältnis von Eigentum und Zugang. Diese Diskussion gibt es schon ein bisschen länger, aber ich glaube, dass die Digitalisierung und sehr, sehr darin anregen kann, was dann in so schönen Sprüchen gefasst wird, teilen ist das neue Haben, Share Economy und so weiter. Also die Frage, was ist noch in Form des Privateigentums sinnvoll und was ist auf der anderen Seite eigentlich sehr viel vernünftiger über Zugänge zu regeln. Auch dazu hat Jeremy Rifkin ein relativ kluges Buch geschrieben, finde ich. Das zweite ist die Frage, wie halten wir es mit der Knappheit? Knappheit ist, die Kontingenzformel ist das Zentrum von Ökonomie, wo es nicht knapp, wo man Dinge nicht verknappen kann. Und Knappheit ist ja auch eine soziale Figur.
ist ja kein absolutes Kriterium, wo man Dinge nicht verknappen kann durch Eigentum, Privateigentum, dort hat die Wirtschaft auch ihr Recht verloren. Denn wenn Milch und Honig fließen, wenn Dinge im Überfluss vorhanden sind, dann brauche ich nicht zu wirtschaften. Und auch hier hat die Digitalisierung interessante Potenziale, auf die wir schauen sollten, unter dem Aspekt, ob hier nicht künstliche Verknappungen produziert werden, die nur der Logik der Ökonomie dienen, aber nicht den Sinn einer guten Gesellschaft bedienen. Muße kommt aus dem Kult, hat Josef Pieper gesagt. Daran muss man sich vielleicht erinnern, nochmal, wenn wir heute feststellen, dass wir gegenwärtig immer noch, obwohl es technisch gar nicht nötig wäre, in einer Gesellschaft leben, in der nur gearbeitet wird und der Neoliberalismus, der ja mittlerweile gewissermaßen die einzige Mainstream-Ökonomie ist, die gegenwärtig herrscht, zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass sozusagen die gesamte gesellschaftliche Struktur ökonomisiert wird. Also auch soziale Beziehungen werden ökonomisiert. Es muss alles kaufbar und verkaufbar sein. Also bis hin in die Anbahnung persönlicher Beziehungen, was man ja auch metaphorisch Heiratsmarkt genannt hat. Heute kennt man das digitalisiert. Es ist fast eine Art von Geschäft geworden, beziehungsweise es ist sogar ein Geschäft, zumindest für den Anbieter der Plattform. Aber für die anderen, die sich versuchen, dort zu treffen, ist es auch ein Geschäft, in dem man seine Fähigkeiten sozusagen tauscht gegen, oder es wird gematcht, sagt man, glaube ich, dass das alles denn gut zusammenpasst. Es ist eine Gesellschaft allerdings, die quasi in 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche auf On geschaltet ist. Herr Hahn, der ganz schöne Essays schreibt, sagt, eine Gesellschaft der ununterbrochenen Positivität, eine Gesellschaft, die keine Stoppregel mehr kennt, die immerzu nur angeschaltet ist, die führt zwangsläufig in einen kollektiven und individuellen Burnout und nicht zufällig, und von vielen Leuten auch sogar systematisch als solche untersucht, ist der Burnout die Rückseite des Neoliberalismus, sozusagen der unablässigen Arbeitstätigkeit bis zur individuellen Erschöpfung. Eine Gesellschaft kann auf Dauer auf diese Art und Weise nicht leben, weil sie sich sozusagen in ihren eigenen Untergang beschleunigt. Bertrand Russell hat ja mal einen Nobelpreis für Literatur gekriegt, als auch noch Philosophen einen solchen kriegen konnten, 30er Jahre muss das gewesen sein, schreibt, Muße ist im Wesentlichen eine zivilisatorische Entwicklung. Da können wir den Zusammenhang sehen, auch über die vielleicht Jahrtausende weg. Aus dem Kult geboren ist Muße sozusagen für die Kultur einer Gesellschaft zuständig. Kultur in einem emphatischen Sinne, das heißt die Produktion von hochwertigen, ich nenne das mal geistigen, musikalischen, künstlerischen Objekten. Und ein Herr Straub, der auch ein schönes Büchlein über Muße geschrieben hat, schreibt, ohne Muße kommt es zu keinen Erkenntnissen, auch noch nicht mal zu Erfindungen. Und jetzt sind wir noch mal zum dritten Mal jetzt bei dem Wort Begeisterung. Das heißt, die Muße ist eigentlich dafür zuständig, dass wir einen Einfall haben. Das ist auch schön, das deutsche Wort Einfall ist ja die Übersetzung von Idee. Und das ist deshalb so schön, weil daran deutlich wird, dass etwas fällt, und zwar in uns hinein. Etwas, was ich nicht erzwingen kann. Eine Inspiration. Ich kann nicht kreativ sein auf Befehl, sozusagen 6 Stunden Mathe, Englisch und so weiter und dann eine Stunde musisches Gestalten oder sowas.
dann wird alles sozusagen in diesen Verwertungszusammenhang gezogen. Der Einfall, dass ich dafür letztendlich nicht verantwortlich bin, dass ich mich nur über den Zustand der Muße in eine Öffnung versetzen kann, indem mir dann eben was einfällt. Eine kluge Idee, die uns voranbringt, eine Erfindung, eine Erkenntnis und so weiter. Und in einer Gesellschaft, die rastlos immer um sich selber und ihre Arbeit kreist, ist genau das nicht möglich. Und deshalb wird die Gesellschaft verarmen. Wir können das beobachten jeden Tag. Also man kann das Individualisierung nennen oder etwas, ich sag mal, ja, alltäglicher, auch Egoismus. Jeder ist nur noch für sich selber zuständig. Soll ich wieder hier dieses Ding nehmen? Okay, aber es passiert doch auch was. Nun denkt aber dieser gute Herr Rifkin und viele mit ihm, dass so eine Gesellschaft gewissermaßen in den kollektiven Burnout rennen wird. Aber die Bedingungen sind nicht so schlecht, sage ich mal, dass Muße wieder eine Chance haben könnte. Und eine Bedingung ist in der Tat auch die Vernetzung. Und weil sie viele, viele Möglichkeiten der Erwerbsform ermöglicht, die jenseits sozusagen eines 9-to-5-Jobs auch machbar sind. Und die Reichweite der angebotenen Dienstleistung ist ja auch unendlich viel größer. Und vielleicht ändern sich auch gewisse Einstellungen. Manchmal hat man die Hoffnung, wenn man die Jugendstudien liest. Wir haben Technikdienstleister für unser kleines Unternehmen, Ende 20. Und den fragte ich kürzlich, ob sein Geschäft gut liefe. Und er sagte, so gut, dass wir ein ausgeglichenes Verhältnis beziehungsweise eine gute Balance, Work-Life-Balance haben. Das ist eine andere Arbeitseinstellung, als sozusagen rastlos jede Überstunde machen zu müssen, damit der Betrieb läuft. Also es könnte sein, dass die Digitalisierung eine Chance bietet, auch andere Arbeitsformen zu entwickeln. Digitalisierung bedeutet auch eine Zunahme an sogenannter immaterieller Arbeit, weil zumindest in hochtechnologisierten Gesellschaften kann das, was traditionell Arbeit heißt, das Bewegen schwerer Lasten, ja in andere Länder ausgelagert werden. Dann entstehen diese Commons, von denen schon Hans-Jürgen gesprochen hat, und Herr Rifkin glaubt erkennen zu können, dass Mitte des jetzigen Jahrhunderts schon über 50% aller Beschäftigten nicht mehr in traditionellen Arbeitsbereichen arbeiten werden, sondern in sogenannten NPOs, NGOs, in gemeinnützigen Arbeitsformen, Commons oder wie man sie immer nennen will. Die Abschaffung, so schlimm es ist, die Abschaffung aller sozialen Sicherheiten passiert dennoch, wenn man genau hinguckt, etwas, was dadurch reaktiviert wird. Auch etwas, was sehr alt ist. Ne? Wenn ich nicht immer sozusagen rückgreifen kann auf staatliche Sicherung, entstehen andere Netze, die das kompensieren müssen. Es kann sein, dass die Familie dadurch wieder mehr aufgewertet wird, aber vor allen Dingen auch selbstorganisierte soziale Netze kompensieren ein Stück diese Abschaffung sozialer Sicherheiten. Und die Muße wird uns auch sozusagen begleiten müssen, wenn wir an ein allerletztes Problem denken, das jetzt ja durch den ganzen Zuzug der Flüchtlinge nur deutlich wird. Und das ist das Problem sozialer Integration, die eben nicht über Arbeit läuft in unserer Gesellschaft, sondern über Arbeit wird getrennt, wird Konkurrenz sozusagen gefördert und nicht Kooperation. Aber diese Gesellschaft wird ohne einen sozialen Integrationsmechanismus auf Dauer nicht überleben können. Und möglicherweise sind diese Aspekte vielleicht Anzeichen dafür, dass wir eine Chance haben, Muße zurückzugewinnen. Aber die Voraussetzung, und das ist dann mein letzter Satz,
um wieder müßig sein zu können und auch um fähig sein zu können, überhaupt Muße zu erleben und nicht nur Freizeit oder Faulheit, sondern diese Form der Inspiration, um die Voraussetzung dafür ist, dass wir sozusagen die Arbeit verändern, um zur Muße zu kommen. Das heißt, wir kommen auf dem direkten Weg zur Muße, nicht direkt zur Muße, sondern wenn wir wieder der Muße eine Chance geben wollen, müssen wir die andere Seite der Muße verändern, und das ist unsere Arbeitsbeziehung oder unsere Arbeitsgesellschaft. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Alt, vielen Dank, Herr Zecht. Beifall muss natürlich passieren für Ihren Doppelauftritt, für die tolle Performance. Ich möchte, das ist vorhin ein wenig angeklungen, hochhalten, eine Veröffentlichung von Herrn Alt, von Herrn Zech, genau unserem Arbeitstitel oder der Matinee entsprechend, Arbeit und Muße, ein Plädoyer für den Abschied vom Arbeitskult, das, was die beiden Herren hier als Definition geliefert haben, kann man hier alles nochmal nachvollziehen. Es gibt auch einige Exemplare, die man heute erwerben kann zu einem reduzierten Preis. Zu einem, na wunderbar, das wollte ich jetzt von Ihnen nicht erzwingen, aber das wird sicherlich diejenigen erfreuen, die es dann kaufen. Ich selber habe es gelesen, es ist wunderbar, und all das, was wir heute Morgen oder was Sie heute Morgen möglicherweise an der einen oder anderen Stelle erstmals gehört haben, wird hier sehr schön aufbereitet in einer sehr schönen, lesbaren Form. Wir haben ja gesagt, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, weil es einfach so flüssig lief. Das war eine wunderbare Matinee in einem anderen, etwas anderen Format, als wir bisher das angegangen sind. Möglicherweise setzen wir das an der einen oder anderen Stelle ähnlich fort. Und ich hoffe, die Herren oder Damen, die das dann tun können, mit Ihnen mithalten. Ich war froh, als Sie sagten, die Chance, wieder mehr Muße zu haben, kann man möglicherweise durch die Digitalisierung auf uns zukommen sehen. Und dann wurde das Ganze aber für mich politisch nicht aufgelöst. Wie können wir als Gesellschaft unter dem Vorzeichen, dass die meisten Parteien, die erfolgreichen Parteien, verbunden sind mit dem Neoliberalismus, wie können wir unter dem Vorzeichen, dass die Gewerkschaften, seitdem sie weggegangen sind, 2002, Herr Alt, als Pressesprecher des DGB überhaupt annehmen, dass uns dieses Geschenk gemacht werden wird unter dem Vorzeichen, dass der Komfort, den wir alle ja im Grunde genommen oder viele von uns haben, ein ähnlicher sein wird, also ohne Verzicht. Da frage ich mich sozusagen, wie wir von heute aus gesehen auf die nächsten Jahre unter dem Vorzeichen, was wir gerade erleben, ein Rückfall in Rassismus, ein Rückfall in Fremdenfeindlichkeit, heute sozusagen ab etwa 13:30 hier rausgehen und sagen, wir sind durch Sie beide gut vorbereitet worden und wir wollen das auch. Wir wollen sozusagen dieses Verhältnis Arbeit-Muße, nicht im Sinne von Arbeit und Faulheit, sondern im Sinne von empfangen können, von loslassen können. Wie können wir daran glauben? Wer möchte von Ihnen beiden antworten? Müssen wir schon wieder? Sollten nicht Sie langsam mal zu Wort kommen? Aber ich kann gerne ein paar Sätze dazu sagen. Es gibt eine wirklich tolle Bemerkung von Theodor W. Adorno. Es kommt darauf an, sich weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht dumm machen zu lassen. Und ich glaube, dass der Versuch, uns von der Macht der anderen dumm machen zu lassen und die Alternativen, die Entwicklungspotenziale nicht zu sehen,
ein Teil unseres Problems ist. Um es zu kürzen, spitze ich mal scharf zu. Es gibt keine Gesellschaft, die als kapitalistische Gesellschaft funktionieren kann. Es gibt noch nicht einmal eine Wirtschaft, die als kapitalistische Wirtschaft funktionieren kann. Wenn Wirtschaft sich für den Bedarf der Gesellschaft und der Menschen nicht interessiert, dann kann das nicht funktionieren. Und deshalb haben sie, selbst unter unseren hochkapitalistischen Bedingungen, fast auf allen gesellschaftlichen Leistungsfeldern, ob sie sich Medizin anschauen, ob sie sich die öffentliche Kommunikation anschauen, Kunst sowieso, Recht ohnehin. Sie haben auf ganz vielen gesellschaftlichen Leistungsfeldern immer diese Dualität von einerseits Unternehmen, die nichts anderes versuchen, als mehr Geld zu machen, und auf der anderen Seite eben Non-Profit-Organisationen, die diese Bedarfsorientierung wahrnehmen und dadurch eigentlich dafür sorgen, dass diese Gesellschaft sich überhaupt reproduzieren kann. Und deshalb habe ich immer ganz viele Probleme mit dieser Darstellung unserer Verhältnisse, die so tut, als würden die nicht selbst ihre Alternativen auch schon beinhalten und schon anzeigen. Ich meine, dass es einen hochentwickelten Sozialstaat gegeben hat, muss man vielleicht sagen, ist ja ein scharfes Indiz dafür, dass auch in dieser Hinsicht, was Fragen des kontinuierlichen Einkommens, der sozialen Sicherheit anlangt, die Gesellschaft als kapitalistische eben nicht funktioniert, dass es anderer Antworten bedarf. Und es gibt so ganz viele Ansätze, auf die man schauen kann. Und mein Eindruck ist, gerade wenn man sich auch unter den jungen Leuten umschaut, mein Eindruck ist, dass die Sensibilität für diese Alternativen nennenswert gewachsen ist. Dass es eine Spreizung der Gesellschaft im Moment gibt, wo auf der einen Seite eben die Perspektivlosigkeit, der tiefe Frust und die Wut über das, was man hier alles nicht kann und nicht darf und wie man in soziale Unsicherheit gedrängt wird, um sich greift, aber auf der anderen Seite eben auch wirklich erfreulich viele Potenziale, nehmen Sie nur diese Veranstaltung und Ihre Vereinigung, erfreulich viele Potenziale gibt, die die Alternativen sehen, die die Alternativen anpacken, und am Ende wird es wirklich darauf ankommen, dass wir in unserem Engagement nicht nachlassen, dass wir das Maul aufmachen, dass wir diese Alternativen auch benennen. Viel mehr kann man als Einzelner erstmal nicht tun, als das organisiert und zusammen ernsthaft anzugehen. Ohne Erfolgsgarantie. Bitte, sollen wir Sie hertragen auf den Stuhl? Fast. Hallo. Hallo. Also erstmal vielen Dank, dass Sie heute hier sind und mich persönlich auch mit einem sehr schönen philosophischen Hintergrund zu Dingen, die ich eh schon immer gespürt, gewusst oder getan habe, geliefert haben. Sie haben auch große Geister zitiert, fand ich auch gut, auch Russell unter anderem. Ich finde es aber schwierig, wenn darauf gesetzt wird, dass halt die Zivilgesellschaft, das zivilgesellschaftliche Engagement, quasi das Staats-Nicht-Tun im sozialen Bereich auffangen soll. Also ich hatte schon die Möglichkeit, zum Beispiel in Ländern wie Nigeria, in Lagos zu beobachten, wie es wirklich abläuft, wenn auch Behinderte sich selbst organisieren müssen, wenn Leute, die von der Scharia betroffen sind, aus dem Norden des Landes in den Süden ziehen, sich selbst organisieren müssen und was das für gesellschaftliche Folgen auch hat. Das halte ich eher für einen gefährlichen Trend, und ich persönlich würde es vorziehen, dass ein reicher Staat in der Lage bleibt, auch die Müßiggänger zu unterstützen und auch die weiterhin zu fördern, die eben für den nicht profitablen Bereich in so einer Gesellschaft sich zuständig fühlen.
Darauf wollte ich jetzt eigentlich nur hinweisen. Und dann ist es natürlich, es muss auch jedem klar sein, der Ihrem super Pamphlet, diese Aktion begrüße ich sehr, der dem folgt, dass man eben auch ein Leben in Armut führt. Ja, das ist ja fest damit verbunden, in einem kapitalistischen Staat Arbeit zu verweigern, bedeutet arm zu werden. Ja, also die gängige Arbeit. Und das müssen sich die Leute eben auch im Moment klar machen. Und die Schere, die Sie angesprochen haben, die wird ja eben nicht von den Verursachern ausgebadet, sozusagen. Und das ist eben wirklich eine, ich finde, eine sehr hohe Anforderung an eine Gesellschaft. Das wollte ich nur mal ausdrücken. Also, ich will das auch nicht, oder wir wollen das auch nicht abwälzen, sozusagen auf die Individuen, die jetzt sozusagen die Muße oder aus sich heraus schöpfen müssen. Schon Aristoteles war auch der Ansicht, dass Muße in der Schule gelernt werden sollte. Also das durchaus ein es gibt ja Fächer, die musisch-kulturelle Bildung. Erstaunlich ist ja im Augenblick nur noch, möchte ich mal sagen, dass wenn etwas ausfällt, fallen immer diese Fächer aus. Natürlich nicht Mathematik oder Physik oder Naturwissenschaft oder sonst irgendwas. Wir sind immer noch in einer Gesellschaft, die sozusagen alles auf die unmittelbare Ausbildung, auf die Berufsvorbereitung macht. Man merkt das auch an Fachhochschulen. Ich bin in einem Hochschulrat und das ganze Ansinnen der Leute ist sozusagen noch mehr Berufsorientierung zu machen. So, aber es gibt eben auch vorsichtige Gegenbewegungen und ohne dass die Gesellschaft in sich gewissermaßen möglicherweise einen Trend hat, würden auch die Individuen nicht das Individuelle und alleine schaffen. Und ein paar dieser Gegenbewegungen habe ich schon genannt und kann sie wiederholen oder nochmal auch durch andere erläutern. Es ist ein irres Problem mit diesen Autosachen, die man sich immer jetzt so leihen kann in der Stadt. Diese ganze Sharing-Ökonomie ist für eine Gesellschaft, die deshalb produziert, nicht um zu konsumieren, sondern nur um zu verkaufen. Denn der gesellschaftliche Produktionsprozess hat sich realisiert im Profit und der Profit ist eingetreten, wenn man das verkauft hat. In Amerika gibt es Untersuchungen, dass technische und andere Waren, nicht nur Nahrungsmittel, sondern alle zu 40% auf den Müll wandern, weil es ja nicht mehr darauf ankommt, sie zu benutzen, sondern der Prozess ist abgeschlossen, wenn sie verkauft sind. So. Aber es gibt, wie gesagt, eben auch Gegenbewegungen. Und wenn Leute Sharing-Ökonomie machen mit den Autos, dann können weniger Autos gebaut werden. So. Und wenn Leute sich im Internet, und das sind die Chancen der Vernetzung, auch zum Beispiel in bestimmten Communities sagen, wer hat denn eine Bohrmaschine? Ne? Bei uns ist es so, wenn man in einem Mietshaus wohnt mit 10 Parteien, gibt es bestimmt 8 Bohrmaschinen. So, es gibt aber auch nachweisbar mittlerweile Bewegungen, die das sozusagen öffentlich machen, die dann ihre Dinge tauschen. Und das bedeutet alles, dass weniger produziert wird. Damit wird eine Ökonomie durchaus Schwierigkeiten haben. Ein anderer Trend, jetzt war ja gerade die Abstimmung bedingungsloses Grundeinkommen. Und das Erstaunliche ist ja, das wird ja in Deutschland von einem Telekom-Vorsitzenden gefordert und nicht von der Gewerkschaft oder von denen verschämt am Rande, weil die Gewerkschaft setzt ja immer noch auch Arbeiter, Proletarier aller Länder vereinigt euch und so, ne, also auf diese andere Seite. Das ist natürlich nicht nur gut, weil nie was ist nur gut oder schlecht, aber es zeigt zumindest, dass ein Bewusstsein entsteht, dass wir andere Formen von sozialer Sicherung und Absicherung brauchen als durch Arbeit, weil einfach durch die Technologie, und ich rede jetzt hier nur für die sogenannten westlichen entwickelten Ländern, für eine andere, das sind ganz andere Verhältnisse, das kann man nicht sozusagen das eine gegen das andere ausspielen oder miteinander vergleichen. Zumindest bei uns gibt es Tendenzen, das ist die dritte mit dem Einkommen und es gibt noch eine, wenn man sehr viel mit Unternehmen zu tun hat. Die Absolventen von Fachhochschulen sind durchweg ungeeignet für ihre Jobs, für die sie ausgebildet werden, weil sie nämlich gerade das nicht mehr haben, Lösungen jenseits des Mainstreams zu finden, kreativ zu sein, sondern immer diese verlängerte Oberstufe der unmittelbaren Berufsvorbereitung. Das heißt, was wir brauchen, sind durchaus beide Seiten. Die Gesellschaft muss eine gewisse, zumindest implizite Tendenz in so eine Richtung haben. Der Trend kann sich aber nur durchsetzen,
wenn die Individuen auch ihrerseits sozusagen sich in diese Richtung entwickeln. Und der wahre Wohlstand unserer Gesellschaft ist doch Zeitwohlstand. Also zumindest für uns, die wir etwas dadurch gewinnen, wenn wir weniger arbeiten. Das wird vermutlich nicht dahin gehen, gar nicht zu arbeiten. Aber unsere jungen Leute, die bei uns die Technik machen, haben eine andere Einstellung dazu. Die sagen, wir arbeiten, um eine gute Work-Life-Balance zu haben. Das ist quasi Aristoteles auf Neudeutsch. Ne? Wir sind unmüßig, um müßig zu sein. Und darin sehe ich ganz positive Entwicklung. Oh, pardon. Ja, mein Name ist Martin Haase. Ich denke, dass die Vorstellung, dass Geschichte teleologisch angelegt ist, also zielgerichtet ist und notwendig in eine bestimmte Richtung geht, das ist so eine Grundauffassung des Marxismus und wahrscheinlich falsch. Man kann sie nur nicht widerlegen, man kann sie auch nicht überprüfen, sie ist halt wasserdicht. Aber, jetzt kommt das Aber, gerade die Erkenntnisse, die wir haben über Industrie 4.0, zeigen ja, dass bestimmte Dinge schon eingetreten sind. Also wir müssen jetzt nicht in die Zukunft blicken. Wir wissen also schon, Arbeiter werden ersetzt durch Maschinen, und zwar gerade massiv und nicht nur sozusagen einfache Arbeit, die sogenannte einfache Arbeit, sondern auf allen Ebenen geschieht das gerade. Das ist, glaube ich, auch genau das Wesen der Digitalisierung. Damit ist natürlich klar, dass es immer weniger Arbeit geben wird, und die Arbeitsgesellschaft ist damit eigentlich jetzt schon am Ende. Deshalb müssen wir uns gar nicht so viele Gedanken machen, wie man jetzt da zum Umdenken kommen kann oder so, denn eigentlich ist die Faktenlage schon anders. Das Problem, und das hatten Sie angesprochen, die Gewerkschaften denken immer noch in diesem Prinzip, das gilt übrigens auch für alle, derzeit alle Parteien in oder fast alle Parteien in den Parlamenten, die, also außer vielleicht den Piraten, also diese anderen Parteien denken natürlich immer in diesen Kategorien. Bei der SPD ist klar, das ist halt die Arbeiterpartei und damit eben genau die, die so ausgerichtet ist. Das gilt natürlich für die liberalen, neoliberalen Parteien, das gilt sicherlich auch für die christlichen Parteien, weil wir hatten das vorhin schon, in dem christlichen Dogma, insbesondere in der christlichen Soziallehre, es natürlich vor allen Dingen um Arbeit geht. Die ist sozusagen ist das ganze Christentum, selbst wenn man sagt, schon bei Paulus drin und im Protestantismus, ist aber nochmal durch die christlich-soziale Bewegung nochmal auf die Arbeit eingeschworen worden. Und deshalb ist es natürlich ganz schwierig, solche Gedanken da unterzubringen. Es ist natürlich immer problematisch, wenn Parteien sozusagen Ideen vertreten von vorgestern. Das ist vielleicht auch eine neue Entwicklung in der Politik. Das ist natürlich ein Problem. Aber nichtsdestotrotz, die Situation ist schon anders. Und damit wird natürlich auch ein gesellschaftliches Umdenken auf jeden Fall stattfinden. Ich glaube, dass es ein ganz, ganz wichtiger Unterschied ist, ob wir über die Arbeitsgesellschaft sprechen oder über die Arbeit einer Gesellschaft. Sie haben das ein bisschen in einen Topf geworfen. Ich glaube, dass es zwei sehr verschiedene Fragen sind. Ich kann mir keine Gesellschaft vorstellen, die keinen Bedarf hat. Ich kann mir deshalb keine Gesellschaft vorstellen, die nicht auch Arbeit braucht. Unabhängig von der Frage, ob diese Arbeit von Technik, von Automaten, Robotern, Computern verrichtet wird oder eben von lebendiger menschlicher Arbeitskraft. Aber ich kann mir sehr wohl eine Gesellschaft vorstellen, die keine Arbeitsgesellschaft ist, die nicht alle ihre Tätigkeiten daraufhin ausrichtet, Erwerbstätigkeit, Arbeit zu sein. Und deshalb finde ich, dass man das Digitalisierungspotenzial unter diesen beiden Aspekten anschauen muss. Das Bedrohungspotenzial der Digitalisierung kommt ja nur daher, dass wir unterstellen, dass jede zukünftige Gesellschaft eine Arbeitsgesellschaft zu sein hätte und der geht jetzt plötzlich scheinbar die Arbeit aus.
Das hängt in hohem Maße damit zusammen, dass wir unsere Gebrauchsmöglichkeiten koppeln an eine individuelle Arbeitsleistung. Was gesellschaftlich gesehen in dieser Absolutheit eine völlige Verrücktheit ist, weil Arbeit ein in höchstem Maße gesellschaftliches Ereignis ist. Und das Grundeinkommen ist eine erste vorsichtige Antwort darauf zu sagen, jede Frau und jeder Mann hat das Recht, in dieser Gesellschaft ein Auskommen zu haben. Punkt. Es gehört zur Würde des Menschen, dass er halbwegs ordentlich leben kann. Diese Gesellschaft, und das gilt jetzt wirklich weltweit, produziert einen Reichtum, den sie tatsächlich produziert und den sie produzieren könnte, wenn ihre technischen Kräfte auch wirklich losgelassen würden und nicht nur unter der Maxime der Verwertung eingesetzt würden. Unsere Gesellschaft hat unabhängig davon, ob Geschichte ein Ziel hat, ich glaube nicht dran, es ist Evolution, es geht einmal so und einmal so und wir haben ein bisschen Einfluss drauf. Unsere Gesellschaft hat ein Potenzial, dass jeder Mensch auf dieser Erde seinen Bedarf befriedigen könnte. Und das Grundeinkommen ist ein Zeichen, ein Hinweis darauf, lasst uns darüber nachdenken, das zu organisieren. Fußnote, dass das Grundeinkommen von einigen Leuten auch benutzt wird, um Randständigkeit zu produzieren, um zu sagen, wir machen eine Leistungsgesellschaft und die nicht mehr mitkommen, denen wir geben mal ein bisschen Grundeinkommen. Das ist ein Problem, was wir im Auge haben müssen, aber das ist nicht die Antwort auf die Frage. Für uns hat das Grundeinkommen ein anderes Antwortpotenzial, weil es nämlich diese Kopplung von individuellem Leistungsbeitrag und familiärem Auskommen aufhebt. Und das finde ich einen wichtigen Schritt. Ja, mein Name ist Peter Viehweg. Ich wollte mal nochmal auf diese Hoffnung, die ich rausgehört habe, eine Nachfrage stellen bzw. eingehen. Sie hatten ja gesagt, so ein bisschen die Hoffnung mitgegeben, dass Muße wieder eine Chance haben könnte. Und da ich dann vorher die Ausführung zur Etymologie der Worte gehört habe, habe ich so ein bisschen Bedenken gekriegt, weil wie kriegt man es denn aus den Köpfen der Leute raus? Wenn man sich mit dem Grundeinkommen ein bisschen beschäftigt, dann kommen immer zwei Argumente von den Leuten, die sich nicht länger mit dem Grundeinkommen beschäftigt haben. Ja, erstens, was machen wir denn mit den ganzen Leuten, die in den Ämtern sitzen? Die müssen wir ja bezahlen, wenn sie bezahlt werden, dann können sie auch was machen. Also die Sozialämter, Hartz-IV-Ämter und anderes, nun sind die schon mal da, dann haben wir die ganzen Leute übrig. Also was auch ein bisschen die Wertschätzung gegenüber dieser Arbeit mitkonnotiert, also dass die ja mehr beschäftigt, weil sie bezahlt werden und nicht bezahlt, weil sie beschäftigt werden. Aber das andere Argument ist dann auch so ein bisschen so die Angst, wenn es ein Grundeinkommen gibt, was machen wir denn mit den Leuten, die da reinflüchten, die da sich ausruhen in dieser Hängematte? Und dann kommt, wenn man jetzt aktuell das Problem mit den Flüchtlingen nimmt, auch so eine ähnliche Angst hoch. Ja, Araber produzieren keine Autos. Wenn die jetzt alle kommen und wenn es ja für aus einiger Sicht mancher Leute gut ist, dass wir eine andere Mentalität in Deutschland kriegen, ja, wo kommt dann der Wohlstand in Zukunft noch her, wenn das andere sind, die ja keinen produzieren, wird dann unterstellt. Und da ist meine Frage, wie bekomme ich dieses andere Denken, diese Hoffnung, dass Muße eine Chance haben könnte, denn in die Köpfe rein? Also bei der Etymologie der Worte hat es mir sehr gut gefallen, diese Romantik auf der einen Seite und diese evangelische Kapitalismus, protestantische Ethik da zu hören, die... Wenn man noch dazu nimmt, dass das Wort Arbeit ja ein typisch deutsches ist und dass die romanischen Länder vielleicht ganz andere Arbeitsbegriffe haben und Rabota im Russischen ja auch vom Wort Arbeit kommt. Also wir Deutschen sind gerade besonders prädestiniert, glaube ich, dafür, dieses Leistungsprinzip, dieses Orientierte, dass Arbeit Müße ist, aber Müßiggang, nicht Müßiggang, sondern Mühe ist und Müßiggang da das Negative dagegenüber steht. Wie kriegen wir denn den Deutschen
die Angst raus, dass sie durch diese andere Arbeitsgesellschaft nicht alle in kollektive Armut verfallen und unsere Autos nur noch schlechter werden. Und die Angst, drittens dazu würde ich gleich hinzunehmen, wie kriegen wir denn die Gefahr beseitigt, dass es dann welche gibt, wenn es denn ein Bürgergeld gibt, wie auch immer das geartet ist, dass dann welche gibt, die sagen, naja, da greifen wir das ab. Also wenn wir unsere Mietentwicklung annehmen, von vielen Vermietern hört man, wenn die Mieten erhöht werden, ja wissen Sie, was gibt doch Wohngeld? Holen sich das doch, ist doch kein Problem. Also dass dieser Ausschüttung durch den Staat, durch die Gesellschaft einfach nur von Einzelnen, die das Geld wieder einsammeln, abgegriffen wird. Ja, also mein Name ist Bettina Günther. Ich habe auch eine Frage zum BGE bzw. eine Anmerkung. Das erste ist, also was wir ja immer beim BGE selten diskutieren, ist, dass es ja nicht nur um Arbeit an sich geht, sondern auch darum, dass die Gesellschaft sich an sich ja auch sehr ändern würde im Sinne von, also nicht jeder muss sich einen Kopf darum machen, wie komme ich durchs Leben. Das heißt, sowas wie Neiddebatten, Ausgrenzung, Kriminalität und sowas würde ja auch alles deutlich abnehmen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, oh, wir brauchen 500 neue Polizisten in Berlin, vielleicht würden wir sie ja dann gar nicht brauchen in dem Fall, ne? Das ist eine Sache. Das andere ist, das BGE würde uns ein Stück weit von dieser Notwendigkeit des Wachstums ja auch mal wieder entfernen. Das heißt, wir haben solche Debatten wie, ach ja, Rüstungsgüter müssen wir produzieren, damit Arbeitsplätze erhalten bleiben und ähnliches. Also solche Absurditäten. Ne? Wir brauchen die Braunkohle, damit in Brandenburg noch ein paar Leute mehr Arbeit haben. Könnte man sich alles schenken. Aber was jetzt eigentlich meine Frage ist, Sie haben am Anfang gesagt, der Kapitalismus, das bedeutet Arbeit ohne Ende. Also insofern ist diese Form von Arbeit ja eigentlich systemimmanent. Das heißt, inwieweit kann man denn davon ausgehen, dass der Kapitalismus sich eigentlich auf sowas wie das BGE überhaupt einlassen würde? Also ist das nicht eigentlich eine Systemfrage? Also kann man, wenn man das BGE fordert, nicht ketzerisch gesehen eigentlich auch gleich die Revolution machen? Also wir haben ja, als erstens Hans-Jürgen hat gesagt, ökonomisch können wir alles produzieren, um die gesamte Menschheit zu ernähren. Dass man heute schon sozusagen, mein Drucker war ja nur das Beispiel, das gibt es ja vielfach, die Haltbarkeit von bestimmten Produkten reduziert, damit wieder regelmäßig was gekauft wird, ist ja sozusagen ein künstliches Problem, was geschaffen ist. Aber ich möchte trotzdem anfangen, wo Sie aufgehört haben. Der Kapitalismus lässt sich nicht abschaffen. Also daran glaube ich nicht. Vermutlich auch nicht durch eine Revolution, zumindest die Art, die wir kennen, haben auch nicht dazu geführt, dass sich Verhältnisse geändert haben. Die Sowjetunion und alle anderen waren auch alles Arbeitsgesellschaften. Aber es gibt natürlich durchaus ein Problem und das ist richtig ernsthaft. Er könnte zusammenbrechen. Und dafür gibt es einige Anzeichen. Die Tatsache, also nur der Klimawandel kann genannt werden oder auch das Problem der Armut. Irgendwann ist es nicht mehr sozial integrierbar, dass sozusagen 1% immer weiter wächst und unten sozusagen die Masse immer ärmer wird. Und auch darauf ist ja sozusagen das Grundeinkommen der Versuch einer Antwort. Wie man es am Ende ausgestaltet, ist ja noch eine zweite Frage. Aber die wichtige Frage ist, was machen Menschen, wenn sie nicht mehr arbeiten? Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn Leute sagen würden, super, es gibt ein Grundeinkommen, ich arbeite nicht mehr. Das ist doch großartig. Die Frage ist aber, was machen sie dann? Saufen, Fernsehen gucken, ne, in sich sozusagen auf die andere Seite der Arbeitsgesellschaft begeben, sozusagen in den Vergnügungszirkus einklinken, der ja auch mittlerweile arbeitsförmig organisiert ist. Die Frage ist nicht, wird gearbeitet oder wird nicht gearbeitet, sondern was wird stattdessen gemacht, wenn nicht mehr gearbeitet wird. Und es gibt viel zu tun. Daran
erinnern ja sozusagen, ändert ja die Etymologie. Wenn sie sagt, es gibt Ponus, Poiesis, es gibt Praxis, es gibt eine Art von gesellschaftlicher Tätigkeit, die in der Restrukturierung und Pflege von Sozialität beruht. So, diese Frage ist, was passiert, wenn nicht gearbeitet wird? Dass weniger gearbeitet werden kann, das hatte schon Keynes 1940 ausgerechnet. Mit vier Stunden pro Tag, sagte er, könnte man die ganze Gesellschaft ernähren. Jetzt sind wir in einer Situation, wo technologiebedingte Arbeitslosigkeit, wir brauchen einfach auf mittlere Sicht diese ganzen arbeitenden Menschen nicht mehr. Und jetzt gibt es eine Chance für etwas anderes, aber nur dann, wenn wir sie gestalten. Die kommt nicht automatisch. Wenn sie automatisch kommt, läuft sie auf die entfremdete Seite. Dann wird es genau das geben, was einige hier befürchtet haben. Es werden Leute rausgehängt, die werden bespielt, Brot und Spiele, ne, und kriegen Fernsehen oder Internet, da kann man sich auch den ganzen Tag mit beschäftigen. Aber sie werden ja dadurch nicht sozusagen in die Sozialität aufgenommen. Und das ist ja das, was Leute am Arbeiten hält. Ne? Leute, die arbeitslos sind, leiden manchmal nicht so sehr darunter, dass ihr Gehalt etwas kürzer ist, sondern dass sie alle ihre sozialen Kontakte dadurch verlieren. Und nur wenn das auf der anderen Seite entwickelt wird, wird das in einer Form geschehen, die sozusagen gesellschaftlich förderlich ist. Oh. Ja, mein Name ist Silvia Dürwald. Ich möchte ein bisschen was, also was mir nicht so gefällt, muss ich sagen, ist, also ich finde es jedenfalls, sagen wir mal, so wichtig, über den Arbeitsbegriff zu reden. Das war mir auch sehr toll hier, was im Griechischen da für Arbeitsbegriffe mehrere Wörter gibt. Und ich denke auch, dass Arbeit in generell dient der Lebenserhaltung. Und das ist nicht gleich Geld verdienen, das ist nämlich ein Unterschied. Wir lassen uns nämlich da aufs Glatteis führen, indem wir Arbeit mit Geld verdienen gleichsetzen. Wenn ich den physikalischen Begriff der Arbeit nehme, ist unser Herz arbeitet sehr viel, mehr als ein Motor. Jeder Motor verdient aber kein Geld, können wir nicht von leben. Also wir dürfen uns da nicht mit Arbeit ist alles Quatsch. Es geht ums Geld verdienen, es geht nicht um Arbeiten. Und dann möchte ich nochmal, also auch zu diesem, fand ich auch sehr interessant, meine Gedanken zu der Müßiggänger sagen, größten Erfolge oder sehr große Erfolge in der Menschheitsgeschichte sind durch Müßiggänger entstanden. Ich denke da mal, also früher war es ja so, das waren die, die ein bisschen Geld hatten, ein bisschen Vermögen hatten, ne? Humboldt, Newton, Edison hat nicht, ist nicht in die Schule gegangen, Proust hat von seinem Erbe gelebt. Der Julian Assange, um ein modernes Beispiel, ist kaum in die Schule gegangen, ja. Also von daher müssen wir auch mal sagen, dass Müßiggang viele Erfolge zeitigt und dass es keine Faulheit ist, sondern sehr große Kreativität beinhaltet. Also und dann nochmal zur Arbeitslosigkeit. Da möchte ich auch sagen, dass Nichtstun und Arbeitslosigkeit, Reizdeprivation ist ein Folterinstrument, ja. Das möchte ich auch mal dran erinnern. Einzelhaft, wenn ein Mensch nichts, keine Reize hat, keine Tätigkeiten machen darf, dann ist er gestraft. Und Arbeitslose leben bekanntlich kürzer, sind viel kränker als der Durchschnitt der Bevölkerung. Und wir müssen das uns bloß mal in unser Bewusstsein rufen, dass das alles, was uns erzählt ist, eigentlich Nonsens ist und durch die Wissenschaft schon längst widerlegt. Mein Vorschlag wäre, ich antworte kurz und du hast das Schlusswort. Okay? Muss ich. Ganz vielen Dank für Ihre Impulse. Ich fange mal mit dem letzten an. Ich glaube, dass Sie ein ganz klein wenig in diese Falle laufen, sich nicht mehr vorstellen zu können, dass es jenseits von Arbeitstätigkeit sinnvolle, nützliche, befriedigende, sowohl individuell wie gesellschaftlich brauchbare Tätigkeiten gibt. Ich würde zum Beispiel einen großen Unterschied machen zwischen Engagement für eine Sache und Arbeit.
Wir reduzieren Arbeiten nicht auf Erwerbsarbeit, nicht auf Geld verdienen, sondern wir reduzieren Arbeit auf die Antwort auf einen Bedarf. Dass sich das in der Geldwirtschaft als Geldbedarf ausdrückt und dass sie keinen Bedarf mehr befriedigen können, ohne zahlungsfähig zu sein, ist ein kapitalistisches Kapitel für sich. Aber erstmal geht es um Bedarfsbefriedigung. Und es muss ein Leben jenseits von Bedarfsnotwendigkeiten geben. Das ist sozusagen unser Plädoyer. Uns interessiert die Vielfalt an Möglichkeiten, diese wunderbaren Potenziale von Tätigkeiten, zu denen wir nicht gezwungen sind, deren Zweck in der Tätigkeit selbst liegt und deren Bedingungen, unter denen diese Tätigkeit stattfindet, wir selbst bestimmen können. Negativ ausgedrückt, Entfremdung heißt, ich mache etwas, was gar nicht mein Ziel ist. Ich repariere Autos nicht, weil ich Autos reparieren will, sondern weil ich Geld verdienen muss. Mein Motiv für die Tätigkeit ist nicht, dass mir diese Tätigkeit Spaß macht, sondern ich muss es tun, weil andere, damit andere es brauchen und mich bezahlen. Und die Bedingungen, unter denen ich arbeite, wo, wann, mit wem, werden mir von außen vorgegeben. Das ist, wenn alles drei zusammen zutrifft, das ist sozusagen die Höchstform an Entfremdung. Und das Gegenteil wäre eben in der Tat. Picasso hat mal, glaube ich, so eine Formulierung gebraucht, er kann sich kein Leben ohne Malen vorstellen. Also Malen ist die selbstbestimmte Tätigkeit, in die er allen Sinn legt. Und ich glaube, dass Muße und Spiel sehr viel mit solchen Tätigkeiten zu tun haben, dass Engagement nicht so ganz weit weg ist von solchen Tätigkeiten. Letzte Bemerkung. Josef Beuys hat gesagt, bevor wir wissen können, was wir tun sollen, müssen wir wissen, wie wir denken sollen. Ganz viele Einwände, zum Beispiel gegen das Grundeinkommen, die hier vorgebracht worden sind, als Zitate, als Hinweise, welchen Argumenten man begegnet, wenn man das thematisiert. Das waren natürlich völlig richtige Beschreibungen. Mit solchen Gegenargumenten ist man konfrontiert. Man kann dann zum einen fragen, die Probleme, die ihr beim Grundeinkommen seht, wieso sind euch die Probleme so gleichgültig, die wir ohne Grundeinkommen haben? Wieso ist euch diese Verelendung, wieso ist euch diese Umweltzerstörung, wieso ist euch dieser Produktionswahnsinn, weshalb lässt ihr euch so gleichgültig und ihr hängt euch an der Frage auf, ob jemand, der ein Grundeinkommen hat, vielleicht ein bisschen weniger tätig ist? Was an für sich genommen ohnehin Quatsch ist. Der Mensch ist ein tätiges Wesen. Und das begleitet diese Arbeitsgesellschaft, seit es sie gibt, dass immer dieser Gegenpol aufgemacht wird unter dem Motto, arbeite etwas, damit der Teufel dich beschäftigt findet. Es wird immer diese Vorstellung damit verbunden, dass diejenigen, die unter der Maloche leiden und als Reaktion darauf saufen und faulenzen als notwendige Alternative zur Maloche, dass die auch saufen und faulenzen würden, wenn sie nicht malochen müssten. Das sind Denkfiguren, die gehören einfach zu dieser Gesellschaft dazu und wir müssen sie halt nur in Rechnung stellen. Aber unser Engagement muss darunter nicht leiden und wenn das Argument kam, wir dürfen und sollen uns nicht auf die Zivilgesellschaft alleine verlassen, dann stimme ich dem sofort zu, am Ende muss die Macht dabei sein, bei den Alternativen, die wir wollen.
Aber die Alternativen, die sich gesellschaftlich entwickeln, entwickeln sich nicht an der Spitze einer Gesellschaft. Weder die Arbeiterbewegung, noch die Frauenbewegung, noch die Ökologiebewegung, noch sonst irgendeine soziale Bewegung, die wichtig war und nennenswerten Einfluss hatte, kam von oben. Sie muss von unten kommen und unten sind wir. Also Hans-Jürgen ist nicht nur ein Märchenonkel, sondern auch noch ein Agitator. Und ich soll jetzt das Schlusswort machen, also mache ich es in etwas anderer Art und Weise. Ich sage Ihnen ein Geheimnis, mich interessiert das eigentlich gar nicht mit dem Thema Arbeit und Muße. Nicht wirklich, muss ich sagen. Was mich eigentlich interessiert, ist die Frage des guten Lebens. Und Martin Seel, er hatte Adorno zitiert, es gibt eine dritte Generation Frankfurter Schule, die wieder, sagen wir mal, an den Adornoschen Geist anknüpft und die Habermasche Irrweg sozusagen verlassen hat. Da findet man schöne Texte. Martin Seel hat geschrieben, zu einem gelingenden Leben gehört auch gelingende Arbeit. Und es ist nicht so, dass es nicht darum geht, dass gearbeitet werden soll, aber es geht auch um unsere Fantasielosigkeit, weil wir keine Vorstellung mehr davon haben, was es alles noch für Tätigkeitsformen gibt. Muße ist eine Tätigkeit, habe ich gesagt. Was wir gemacht haben, wir haben alles zur Arbeit erklärt, ja? Erziehungsarbeit, politische Arbeit und das Allerschlimmste, wo ich immer richtig kalt über den Rücken läuft, Beziehungsarbeit, ja, ich meine, ich bin doch nicht zu Hause, um zu arbeiten, ne? Und wenn, zum Glück habe ich keine Frau, die mit mir Beziehungsarbeit machen will, ich könnte, glaube ich, auch nicht mit ihr zusammen sein, was darin sich aber ausdrückt, das ist unsere Fantasielosigkeit, dass wir uns nicht qualitative Tätigkeiten jenseits von Arbeit vorstellen können, dass wir alles Arbeit nennen müssen. Und da denke ich doch lieber an die deutsche Ideologie und damit von Karl Marx und Friedrich Engels. Morgens Fischer, ne? Und wie war das? Und nachmittags Kritiker und zwischendrin war mal noch was anderes. Da zeigt man, es gibt viele Dinge, die wir tun können. Eines davon ist arbeiten, ne? Und dann besser gut als schlecht. Ne? Aber es ist nicht, zum Problem wird es, wenn es gewissermaßen zur Pathologie wird. Wenn alles sozusagen zur Arbeit wird, auch die Liebe, Sexarbeit gibt es ja auch noch. Ne? Also es gibt alles mit Arbeit und das ist das Problem. Ich möchte darum bitten, dass Sie nicht gleich aufspringen, weil ich gerne noch die nächste Matinee ankündige. Ich habe natürlich jetzt hier zu Ihnen beiden nicht das Schlusswort zu sprechen, aber ich denke, Sie werden mir in meiner Wahrnehmung dann vielleicht doch zustimmen, dass das, was wir heute beredet haben, in der Gesellschaft nicht genug beredet wird. Und insofern greife ich nochmal Ihre Aufforderung auf. All das, was wir wollen, was zukünftig sein soll, müssen wir von unten her bewegen. Und das war so ein kleiner Anfang für uns. Ich hoffe, dass es da draußen im Lande noch weitere ähnliche Runden gibt, weil das, was auf uns zukommt, wird dramatischer ausgehen, wenn über diese Thematik nicht gesprochen wird, für jeden von uns. Und insofern denke ich, da ist eine Menge Arbeit vor uns, um dann die Dinge auch mit Muße genießen zu können.